Scheitert die Energiewende an unserem Stromnetz? Der Anteil von erneuerbaren Energien im Strommix wächst. Bis 2030 soll in Deutschland mindestens 80% des Stroms aus regenerativen Energien stammen. Dabei gibt es allerdings noch einige Herausforderungen zu meistern. Erstens sind erneuerbare Energien wetterabhängig. Die Stromproduktion schwankt und in Spitzenzeiten entsteht oft ein Überschuss, der momentan kaum gespeichert werden kann. Es müssen also Speichersysteme entwickelt werden, die diese überschüssige Energie aufnehmen und bei Bedarf, also wenn zu wenig Strom produziert wird, wieder abgeben. Zweitens muss das Stromnetz stabiler werden. Die Leibniz-Universität Hannover forscht unter anderem an intelligenten Umrichtern, die Wind- und Solarenergie an das Stromnetz anbinden und das Netz zudem stabilisieren. Ein drittes Thema: Der Strom muss über weite Strecken transportiert werden, vor allem von den Küstenregionen und den Offshore-Windparks im Norden in den Süden Deutschlands. Dafür muss das Stromnetz ausgebaut und auch flexibler werden. Der Strom muss nicht mehr nur vom zentralen Großkraftwerk zum Verbraucher transportiert werden, sondern quer in alle Richtungen. Hier ist die Forschung gefragt, damit das Stromnetz der Zukunft digitaler, intelligenter und robuster wird. In diesem Sinne, bleibt neugierig, denn Wissen schafft Energie und bringt uns weiter. Wollt ihr ein Teil davon sein? Unten in der Caption findet ihr einen Link zu spannenden Energiestudiengängen und Forschungsprojekten hier an der Leibniz-Uni Hannover. Wir sehen uns, euer Cedric.